Topfgucker TV empfiehlt. Schönen guten Tag, ich bin Daniel Reuner aus dem Flairhotel Reuner in Zossen. Wir befinden uns hier südlich von Berlin und wir bauen alles selber an, was wir so verarbeiten. Fürs heutige Gericht werden wir frische Paprika pflücken und Physalis. Da gehen wir gleich mal los. So, und hier sind wir jetzt in unserem Gewächshaus. Hier wachsen unter anderem auch Physalis-Pflanzen. Man sieht man hier sehr schön. Verhält sich wie eine Tomatenpflanze so von der Pflege her. Und schön ist für uns immer die, die reif sind, fallen nach unten, also auf dem Tisch. Und dann kann man sie schön bequem einsammeln. Der Vorteil bei einer Physalis-Pflanze ist, eine hat mehr Vitamin C als eine Zitrone. So, und hier kommen wir jetzt zu unserer letzten Zutat, das Hühnchen. So, jetzt haben wir unsere drei Zutaten zusammen. Hier die Physalis, die einfach schon gepellt wurden und gewaschen. Paprika, die erstmal nur gewaschen wurde. Und das Hühnchenfleisch, was wir einfach nur in groben Stücken schon mal geschnitten haben. Was jetzt noch fehlt, wir müssen einfach nur die Paprika noch ausfüllen, dass die Kerne dort rauskommen. Man sieht hier, die Kerne müssen nur ausgehöhlt werden. Unser Gericht heute wird heißen Hähnchen Paprika Physalis Pfanne. Wir haben eine süßliche Paprikasorte. Hier ist einfach nur wichtig, dass alles gleich große Stücken sind, dass der Garvorgang auch gleich ist. So, und hier nehmen wir uns immer die großen raus und halbieren die einmal, dass wir ein paar den Saft verlieren. Klein ist mal ganz gut, wenn die noch ganz bleiben. Dann hat man nachher nach dem Braten immer noch, wenn man drauf beißt, den Physalis-Geschmack. So, jetzt wird in der Pfanne als erstes das Hähnchen angebraten. Das nur mit ein wenig Öl. Und mit Salz und Pfeffer. Wenn alles gut scharf einmal angebraten ist, dann nehmen wir es wieder aus der Pfanne raus und werden jetzt die Paprika anschwitzen und dann kommt es erst wieder dazu. Zu den angeschwitzten Paprika kommt jetzt nur eine Handvoll Zwiebelwürfel, um noch ein bisschen den Zwiebelgeschmack zu haben. Die werden glasig angeschwitzt und da kommen dann die Physalis dazu. Dadurch, dass jetzt ein paar halbiert sind, werden ein paar die Flüssigkeit verlieren und ein paar bleiben ganz. Die ganzen haben den Vorteil, dass wenn man es nachher isst und draufbeißt, schön den Physalis-Geschmack hat. Die Sachen auch wieder leicht würzen. Kann man jetzt wahlweise noch mit Rosmarin oder Thymian würzen, je nach Belieben und Geschmacksrichtung ist da eigentlich frei. Wenn die jetzt gut durchgeschwitzt sind und die Zwiebeln sind glasig, kommt das Fleisch wieder dazu. Wenn es jetzt alles schön eingekocht ist, nehmen wir zum Ablöschen einfach einen Schluck Weißwein, je nachdem, was gerade offen ist. Geht nur ein bisschen, um den Geschmack drin zu haben. Kochtet ein. Und wir füllen ein bisschen mit Gemüsebrühe auf. Gemüsebrühe haben wir jetzt hier einfach ein bisschen Gemüse mit ein bisschen Hühnchen angesetzt, um es da ein bisschen Flüssigkeit zu kriegen. Somit bildet sich gleich in der Pfanne ein bisschen Soße. Und dann haben wir das Gericht auch gleich fertig. Zu unserer Hähnchen-Paprika-Pfanne servieren wir jetzt noch gebackene Kartoffelecken. Auch aus dem Garten, schön zur Dekoration, Kapuzinerkresse. So, und jetzt ist fertig unsere Hähnchen-Paprika-Physalis-Pfanne, hier mit gebackenen Kartoffelecken dazu. Wenn Sie es gerne selber mal essen wollen und hier bei uns in Zossen ins Restaurant sich setzen, dann können Sie es genauso auch bestellen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de